Alter, was geht ab, Leute? Hier? Und auf Stadt Tati. Wir testen jetzt Smashburger. Und zwar bei dem Kollegen, bei dem Zuschauer, wo wir letztens waren. Der hat jetzt neu im Angebot Smashburger. Und gleich hier ist so ein gehypter Smashburger. Türkisch, das ist eigentlich eine Döner-Filiale-Kette. Und nur diese Filiale macht Smashburger. Ich dachte mir vielleicht, ja, machen wir wieder so einen Vergleich. Den Kollegen und dann diesen gehypten. Und jetzt erzählt mir Tati so, er war schon. Gerade eben. Wir hatten dieselbe Idee gehabt, aber ich habe halt dann, ich hatte Zeit, da habe ich einen geholt jetzt. Aber ich wollte gleich vergleichen, weil ich habe noch nie einen gegessen. Ja, ja, habe es gleich mal gemacht und jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, servus, gut. Es geht. Warte hier schon mal. Ja. Oh mein Gott, habt ihr diesen Elektrofahrrad jetzt hier gemacht? Ja, hier. Genau hier. Das geht aus dem Bargeschäft, jetzt auch so eine. Wir haben oh mein gemacht. Gott, ja, war hier war das. Der war echt gut. Da ist er, ja. Hier rein, ne? Also hier steht der hausgemachte Essiggurken. Und das ist eigentlich, finde ich das sehr wichtig. Weil diese gekauften Essiggurken oder diese Dillgurken oder sowas, ja, die sind sehr extrem penetrant auch, sage ich jetzt mal. Da schmeckst du nicht mal das Fleisch und gar nichts. Und da bin ich mal gespannt drauf jetzt. Boah, die Bestätigung auf Kamera. Selbst gemacht. Kaufst du nicht. Hallo, ich hab's online. Es gibt einen guten Laden. Der hat wirklich Premium-Qualität und so. Als Speck, oder? Ja, muss man machen. Damals standen sie das ist noch die falsche Seite. Kaum links ist die richtige Seite. Ich hype euch Elephant Bay, bis ihr mich sponsert. Aber ich weiß nicht. Mir geht das Bacon nicht aus dem Kopf. Schweinebacon ist doch fettig. Sehr gut. Was sagst du? Schweinebacon ist doch fettiger. Sind die selbst gemacht? Fettiger, ja. Also aber zu fettig ist doch auch nicht gut. Weil das, was ich nee, aber du brätst es ja raus. So. Schaut sehr geil aus. Nicht gesalzen, das Fleisch. Sagt er. Mhm, sagt er. Schon lecker, sehr lecker. Sehr guter Burger. Ich habe letztes Mal vom Käse geschwärmt. Das ist schon Rindfleisch, oder? Ja. Das schmeckt so geil smoky. Weißt du, was ja, ja. Aber es ist glaube ich vom Grill. Es ist sehr gut gegrillt. Direkt oder wie? Ja, vorhin. Ich hatte ein bisschen Zeit, dann habe ich mir einen Smashburger geholt. Türkischer Smashburger? Ja, aber nur der hier vorne. Nur der? Ja, aber... Nur eine Filiale. Mein Urteil kommt später, oder? Du hast letztes Mal den Rindsburger gehabt, gell? Mhm. Kannst du auch vergleichen, oder was du besser findest? Den, klar besser. Es ist vor dem Zinnikraftburger. Ja, es ist dasselbe Bun. Das Bun ist irgendwie fluffiger und wolkiger und... Anders, gell? Anders, besser. Charakteristisch Beef-Geschmack. Genau. Mhm. Eigencharakter. Genau. Diese Beef. Das ist auf jeden Fall, ja. Manchmal isst du und du denkst, Alter, was. Aber auch schön gegrillt auf einem guten Grill und dieser Grill ja gibt auch nochmal. Smash. Genau, und gibt nochmal diesen Aroma nochmal. Deswegen weiß er auch, eine Scheibe ist zu wenig. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Also die Curly Fries sind echt so krass, man. Schön gewürzt auch. Ich hab nie bessere Curly Fries. Die Soßen sind super. Die Fries sind echt gut. Der Laden wird weitergehalten. Ja, man. Das auf jeden Fall. Ha 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 ha!
Fleisch hat auf jeden Fall einen guten Eingeschmack. Mhm. Ich mach den Key Lime Pie. Okay, das war probiert. Ist ja durch. Salz, Zucker, du kannst alles Mögliche reinhauen. Ja, okay, schau. Du machst jetzt den Lachkuchen. Ja. Wir haben gerade 5 Minuten darüber philosophiert, als Bargisch und Tati. Oh, was ist das für eine Gurke? Oh, das ist doch keine normale Gurke. Dann kommt er einfach daher und sagt, ja, das ist eine normale Gurke. Was war das nochmal? Irgendwas, Limette. Ja. Lemon Tart oder so. Ja. Boah, schon cremig, schau mal hier, Alter. Schon geil. Sehr gut, sehr gut. Nicht zu süß. Guter Teig. Ja. Ihr wisst, nicht zu süß ist das beste Kompliment, was Asiaten geben können. Schön cremig, Alter. Saftiger Boden. Auf jeden Fall besser als die zwei, die wir das letzte Mal hatten. Mhm. Ihr seht, der Laden wird immer krasser, Leute. Mhm. Mega. Aber der ist gut. Der ist sehr gut. Also das letzte Mal haben die einen super saftig bekommen. Aber im Vergleich zu heute haben die das letztes Mal eigentlich gar nicht verdient. Heute kriegen die auf jeden Fall einen super saftig. Ja, ist nicht so. Absolut. Alles auch im Burger mega geil, Mann. Pickles selber gemacht. Oh. Pommes krass. Curly Fries krass. Ja. Kuchen krass. Ja. Elephant Bake krass. Die meinte, solche Läden verdienen es zu laufen. Ja, absolut, absolut. Wir waren ja schon mal hier und da war es schon sehr gut, wirklich sehr gut. Und heute sind wir wieder hier, weil wir den Smashburger probiert haben, den er jetzt neuerdings auf der Karte hat. Und es war wirklich sehr, sehr noch besser, wirklich nochmal eine Stufe besser. Auch jetzt hier der Kuchen, die Fries, die Soßen. Mega lecker, wirklich mega lecker. Also einfach. Ja. Man muss hierher kommen, man sollte hierher kommen. Wenn man Bock auf einen Burger hat, auf einen Smashburger oder einen normalen Chickenburger oder die hat auch andere Sachen auf der Karte, sollte man hierher kommen. Wirklich gute Qualität, leckeres Essen, guter Geschmack. Wirklich top. Wirklich. Okay. Ja. Und wie sieht's mit Türkisch aus? Ja. Wie gesagt, im Vorfeld habe ich einen Smashburger von dem. Warte. Also, unser Kollege Nico Away war ja auch dort. Ihm hat es nicht gefallen. Ja. Da muss ich leider zustimmen, ja. Also was heißt so, ich sage jetzt nicht, dass er jetzt gerade schlecht war oder so, nein. Aber es ist jetzt kein Burger, wo ich sage, ich gehe da nochmal hin, ja. So, das auf jeden Fall, ja. Er war jetzt im Vergleich ein bisschen größer, ich glaube, der Bun war ein bisschen größer. Vom Fleisch her war das auch gleich. Das Fleisch von hier, vom Fett Butcher, hat einen Eigengeschmack, du schmeckst das Fleisch auch, ja. Das war zwar jetzt nicht gesalzen, aber das ist halt natürlich für jeden selber interpretiert, aber das Fleischgeschmack, der war da, das war sehr lecker. Und türkisch nicht, das hat nicht geschmeckt. Der Burger an sich, da war eine Dillgurke drauf. Ich habe extra mal geschaut, da stand Dillgurke. Und es hat diesen ganzen Geschmack von dem Burger übertüncht. Du hast fast nur die Gurke geschmeckt, ja. Und hier bei diesem Burger habe ich einen extra nachgefragt, weil da steht selbstgemachte Essiggurken. Und da war der Geschmack nicht übertüncht, der war nicht so penetrant, der war so ein Beigeschmack einfach. Ja, und das war richtig geil. Und so sollte es auch sein. Burger von Türkic kann man essen, sage ich jetzt nicht, ja. Aber mir hat er jetzt nicht getaugt. Ich würde da nicht nochmal hingehen und einen holen. Hier auf jeden Fall schon. Sehr, sehr lecker. Absolut. Nein, ich hab's nicht. Eine Geheimzutat ist drin, Leute. 95% Rind, 5% Geheimnis hier. So, Leute, schauen wir mal. Wir haben hier auch ein Wochenangebot. Müssen wir natürlich direkt testen hier. Kennst du guten Thailänder in München? Alle schauen mich an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich esse lieber den Burger, sagen wir es so. Oh mein Gott.
Nee, ist gut. Ich dachte, wir verabschieden uns jetzt. Ach so. So. Vielen Dank. Das ist der Muddy Shot hier. Hat mich wieder gefreut. Ja, uns sehr, auch, sehr cool. Mann. Sehr geil war's. Vielen Mann. Dank. Respekt, viel Erfolg, nicht aufgeben. Ja. Dankeschön, dankeschön. Weiter so, wenn der Hunger bleibt, gute Zukunft. Softig. Wie fandest du? Fazit. Ja. Ja, echt geil. Also ich würde hier, ist ein Laden, ich würde nochmal kommen. Aber schön, dass du gekommen bist. Ja, ja, freut mich. Sie schneller. Und vielen Dank. Ich freut. Jo, das war's von mir, Tati und Bagisch und unserem Kollegen von Fat Butcher, Burger Krass. Ich kann noch nicht sagen, das ist der beste Smashburger in München, weil Fairfax Express, ihr wisst, die machen krassestes Fried Chicken Sandwich. Die machen auch einmal im Monat Smashburger und der ist auch richtig krass. Den muss ich demnächst testen und dann gibt es den direkten Vergleich. Dann kann ich sagen, welcher besser ist. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wisst, Bitcoin, DeFi, Crow, Crypto Cash, wo wir jeden Tag tracken, serious business und ciao.